Die Zustände des lückenden Betriebs. Wie in der Zeichnung schon dargestellt, haben wir drei Zustände von Z1 bis Z2. Wie kommen wir von Z1 nach Z2? Das Steuersignal muss ausgeschaltet sein. So, hier war die Abkürzung über ST gleich 1 zurück zu Z1. Das war der nicht lückende Betrieb. Wir haben allerdings ein Z3 und da kommen wir rein, wenn IA 0 wird. Wobei dann ST immer noch 0 ist. Wie kommen wir von Z3 nach Z1 mit ST gleich 1? Das ist das Petri-Netz für den lückenden Betrieb. Also diese drei Zustände, hier gestrichelt nochmal dargestellt, der nicht lückende Betriebszustand. Gucken wir uns die Zustände nochmal genauer an. Z1, Z2, Z3. Die Bedingung für Z1 ist, ST muss gleich 1 sein, das Steuersignal 1, so für ST gleich 0 und IA größer 0, also ungleich 0, sind wir in Zustand 2 und ist beides 0, ST und IA sind wir in Zustand 3. Die Stromgleichung. Die setzen sich jetzt folgendermaßen zusammen. Für den Zustand 1 oder überhaupt der größte Wert, den wir einnehmen können, ist IA max. Wie kommen wir dahin? Das ist U1 minus U2 durch L, der Anstieg des Stromes während TE mal TE. Das ist unsere Gleichung 24. Wir können IA max auch ausdrücken als Betrag von U2 durch L, also das ist der Abfall während der Phase Z2 mal Delta TA1 und auch das ist IA max. Der Betrag deshalb, weil ja hier der Strom fällt, aber das ist beides Males überqueren wir den gleichen Delta IA max sozusagen. So, und die beiden wirksamen Spannungen, das sind die Spannungen über der Spule, während Z1 entsprechend U1 minus U2 und während Z2 ist das minus U2. Daraus folgt, wenn wir jetzt also diese Gleichung IA max nehmen, die linke, dann schreiben U1 minus U2 mal TE ist gleich U2, also als Betrag mal TA. Wir haben L hier gleich rausgenommen. So, das Ganze formen wir jetzt um nach TA. Dann steht hier TA ist gleich U1 minus U2 durch U2 mal TE. Das ist unsere Gleichung 27. Was jetzt interessant ist, wie groß ist denn der Strom eigentlich? Wir kennen jetzt die Verläufe, wir kennen IA max, aber wir möchten gern den mittleren Ausgangsstrom ermitteln. So, und das geht wie folgt. Das unterstreichen wir jetzt erstmal. Die Stromgleichung haben wir alle aufgestellt. So, der mittlere Ausgangsstrom. Der mittlere Ausgangsstrom, da schreiben wir hier einfach groß IA hin. Das ist dann der Mittelwert und das können wir ja aus der Flächenbeziehung oder dem Flächeninhalt des Dreiecks machen. Da ermitteln wir zunächst hier das Rechteck, das ist IA max mal TE plus TA und davon TA1 und davon die Hälfte. Und das Ganze umgelegt auf eine Periodendauer, das ist dann der Mittelwert. Das lösen wir jetzt noch auf. Da sehen wir, dass U1 minus U2 mal TE, da kommt dann heraus, jetzt muss ich nochmal schauen, durch L. So, jetzt müssen wir hier einsetzen, TE durch T, das ist ja unser Tastverhältnis. Das mal TE, das war alles hier IA max und entsprechend der zweite Teil bleibt stehen. Wir gehen weiter. Wir schreiben das Ganze jetzt um und können neu zusammenfassen. Also das VT können wir jetzt außerhalb
dieser Gleichung stellen, also daneben. So, und das ist unsere Gleichung 29.